Hör auf, dich zu bewegen, du Kackteil. Hier. Ist ein bisschen hummelig, da drauf zu landen. Wir können hier nicht mehr speichern und nichts mehr. Und auch nicht mehr heilen und gar nichts, sondern wir sind auf uns allein gestellt. Was mag die Ente denn nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die immer physisch, glaube ich, kaputt gemacht oder ich habe, glaube ich, vergessen, was die nicht mochte. Okay. Ich setze einfach mal Elektra ein. Du bist falsch. Hier, Elektra. Auf die Kriechereule. Ich glaube, das ist eine Kriechereule. Nochmal Elektra auf die Ente. Den haben wir so down. Ah, das ist der letzte Dungeon, so mal nebenbei gesagt. Also da kommt nicht mehr allzu viel. Ich mach mal Vesuvio auf alle beide. Kann ich jetzt eigentlich auf Level 8 Zauber haben oder immer noch nicht? Oder muss ich nochmal den Mana-Samen versiegeln? Was eigentlich keinen Sinn macht, weil das Siegel ist ja eh schon alles gebrochen gewesen, deswegen. Ihr sterbt doch einfach. Na hallo. Sterbt, habe ich gesagt. Keine Ahnung. Ich hau einfach drauf. Oder auch nicht. Oh, wo kommst du denn her? Ich guck mal. Ja, ich kann jetzt auf Level 8 leveln. Okay, gut. Rein hier. Ich mag die Musik hier. Musik. Dann nochmal eine Analyse auf die Metallkerben. Die hatten ja schon viel aus. Okay, die scheint egal zu sein, was für eine Magie da ich da einsetze. Das sind wieder Schwerkoopers. Glaub. Nee, warte. Auf den Klatscher setzen wir mal unsere Analyse ein. Was? Vesuvio. Okay. Vesuvio auf die Klatscher. Dann brauche ich hier mal Pugim. Ich glaube, das hier ist ein Schalter. Okay. Nee, ich wollte mit Randy weiterspielen. Danke. Nochmal Vesuvio. Wieso nicht? Ach, der Kopf Voodoo-Maske erstellt die Ninjas. Die Voodoo-Maske hält ganz schön viel aus. Die Sau. Ich mache einfach mal eine Analyse, damit ich weiß, was ich da einsetzen muss. Randy ist vergiftet. Popoy ist vergiftet. Level up. Laterna, okay. Popoy, Purim, Randy, alle Level 64. Gut. Ich glaube, der war ziemlich gut. Das ist falsch. Ja. Kann mal auf beide einsetzen. Ich glaube, die Matschbombe war gut. Naja, gut ist tot. Dann brauche ich Popoy. Schalterchen. Popoy. Vesuvio war's.
Sind die nachgewachsen? Die Kristalle. Die habe ich doch weggeschlagen mit Popol. So, Vesuvio. Okay, ich hätte auch jetzt gewartet, bis er... Ja, die wachsen tatsächlich nach, die Kristalle. Ich hätte jetzt gewartet, bis... falsche Taste. Bis da drei von denen waren, von den Klatschern. Und dann hätte ich erst Vesuvio eingesetzt. Ehrlich. Purim. Hier, kommt mal her. Hier, da kommt man rüber. Da geht's höchstwahrscheinlich weiter. Hä? Wieso sollte ich hier lang wollen? Hier sind Schwerter. Hier ist so ein Buch. Wir gehen tatsächlich den anderen Weg erstmal, weil es sieht hier tatsächlich nach dem richtigen Weg aus. Bleib mal bei Purim. Obwohl, ist das hier der richtige Weg? Jetzt weiß ich nicht genau, wo ich lang gehen soll. Okay, hier. Mal den hier. Dann die Komma. Also ist die Frage, wo gehen wir lang? Oder ich gehe erstmal hier unten rum. Steinklinge, dann würde ich da, Elektra einsetzen, nicht Laterne. Gut. Wir tun mal ein bisschen MP saugen. Nicht das Buch kaputt hauen. Jetzt können wir das Buch kaputt hauen. Braucht das nämlich keine Sau mehr. Ich setze mal Harzinger ein. Harzgas. Auf die Voodoo-Maske. Ihr setzt natürlich keine Laterne ein. Weil wir haben nicht ewig MP mit Purim. Mag die Musik hier so gerne. Jetzt ist die Frage, sind wir hier richtig? Was mir auch ein bisschen auf den Keks geht, ich habe vergessen, ich glaube... Nix ist... Also du hast keine Schwäche, keine Elementarschwäche. Deswegen setze ich einfach Elektra ein. Bitte lass nicht alles nachwachsen. Natürlich lässt du alles nachwachsen. Man kann hier nicht alles mit einem Hieb zerkloppen. Das ist natürlich sehr doof gemacht. Nochmal den Blitzschlag. Die beiden könnt ihr gerne draufhauen. So. So, Vesuvio. Ich weiß nicht, ob wir hier, wie richtig wir hier sind. Okay, tot.
Ich werde auf jeden Fall zurückgehen, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Der andere, ich werde auf jeden Fall zurückgehen. Oh, Boss. Wahrscheinlich Laterna. Die Analyse, Qualenfürst. Aber da setze ich auch erstmal ein bisschen MP saugen. Zauberzug. 4200. Meine Güte. Laterna, okay, war ja klar. Aber ich setze auch Hatzinger ein. Hatzinger dürfte dir auch gut Schaden machen. Ja, ganz gut. Mal gucken, wie viel Laterna macht. Das, wenn das zu wenig ist. Wie hast du 71? Okay, dann machen wir das mal. Hatzinger macht mehr Schaden als Laterna. Obwohl, ist auch nicht so viel. Vielleicht habe ich auch gar nicht Hatzinger eingesetzt. Ich habe nicht aufgepasst. Mit wenig der Zauber. Ich mache auch, also ich helfe mit. Also Randy. Randy hilft auch. Nicht nur die beiden zaubern die ganze Zeit, Randy haut auch ab und zu mal für 50 oder so drauf. Das Blöde ist, wenn er seinen Mantel zu hat, dann können wir ihm physisch keinen Schaden machen. Deswegen ist der Kampf ganz schön kacke. Wahrscheinlich kriegen wir hier einen Orb, aber ich werde das hier nicht verlassen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass weder ein Axt noch ein Peitschenorb ist, den wir da kriegen. Oder gar nichts von beiden. Wir gehen hier mal kurz weg. Lassen das Auge da Auge sein. Wie die anderen Wege gehen. Controller, hör bitte auf. Hier auch die Enten. Warte, wie viel MP hast du? Okay, dann saug mal ein bisschen MP ab. Und das ist eine Truhe. Bitte lass es nur Walnuss sein. Obwohl, ich bin voll mit allem. Bitte lass es Rüstung sein. Panikente ist erledigt. Honig ist zu viel. Okay, gut. Warte, das nehmen wir nochmal schnell mit. Ich spiele gerade Purim, weil wir müssen da rüber. Hier. Weil ich den anderen Weg noch gehen will. Ich denke mal, das wird ganz einfache Sackgasse sein. Und nichts anderes. Ja, du kannst mal MP. Ja, von einem reicht, von einem Klatscher. Ich hatte Angst, dass der Klatscher, den ich abgesaugt habe, dass genau der gestorben ist. Hier, die haben wir jetzt alle weggeklatscht, die Klatscher. Hatzinger war, glaube ich, ganz stark oder schwach gegen die Quallen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall öfter Hatzinger gegen die Quallen eingesetzt. Okay, war gut. Level 65 für Popoi. Ah ja, ich muss wieder die Axt rausholen. Ich denke mal, deine Schwäche, weil du nach Licht aussiehst. Ich spiele Popoi gerade. Würde ich einfach mal einen Nocturne einsetzen. Oh. Cool. Das Ding hat ein Zauberschild. Ja, dann setze ich nochmal Nocturne ein und mach den Zauberschild weg. Wie wär's damit? Oder du bist aber tot.
Elektra. Gut. Ruhe. Nein. Ich glaube, ich brauche die Axt nicht mehr so wirklich. Ratzinger. Auf die Voodoo-Maske. Und dann hauen wir da auch noch ein bisschen drauf. Schauen wir mal. Harzbombe. Ah, jetzt habe ich das, glaube ich, auf den da oben gemacht. Das war ja natürlich doof. Ich wollte eigentlich auf die Voodoo-Maske. Ah, ist auch tot. Na toll. Gehe ich auf das Schwert aus Versehen. Werter. Ich habe vergessen, was hier ist eine Schwäche war. Ich mache einfach mal Matschbombe. Nochmal Matschbombe auf Schwert. Das Buch hält ganz schön viel aus. Hier dann Zaubersperre. Nochmal Zaubersperre. Wurde genug kreiert und ich habe nie das Smoky-Item bekommen. Ist ja wunderherrlich. Ist das Ding besiegt? Glaub schon. Und Roller, bitte. Zum Ende des Let's Plays kannst du gerne nochmal funktionieren. Das wäre sehr nett. Okay. Haben wir dich weggehauen. Hier sind Wölfe. Warte, wir sollten vielleicht nochmal ein bisschen MP saugen. Ja, das wäre ganz intelligent, hier auf den Wolf, wenn er das überlebt. Bitte haut den keiner zu Klump. Da ist ein Werwolf. Die sich einfach halt, die Sau. Kennt seine Schwäche jetzt nicht, deswegen setzen wir nochmal Kurzanalyse ein. Oder auch nicht, weil er nicht ganz im Bild ist. So, was ist deine Schwäche, mein Freund? Du bist fast tot. Da weiß ich aber fürs nächste Mal Laterne, okay. Ja, das habe ich mir gedacht, dass wir hier auf die Seite rauskommen. Aber da oben ist auch noch ein Weg, glaube ich. Nee, das. Ich bin zurückgegangen, um in eine Sackgasse zu laufen. Ey, ist ja. Ich kotze gleich in den Strahl. Du bist die falsche Zauberin. Okay. Gut. Vielleicht noch mal ein bisschen MP irgendwo aussaugen. Hier bei dem Klatscher, wieso nicht? Wo ist er denn? Hier. MP, Klatscher. Okay, das ist tot. Das Blöde ist, ich muss hier ganze Zeit. Ich sollte erstmal heilen. Ich muss andauernd die Waffen wechseln. Da ist dieses mit der Axt. Die grünen Kristalle weg. Pauen ist voll doof. Und ich hasse das. Und dass ich das jetzt zum, keine Ahnung, wie viel denn mal machen muss, geht mir auch auf den Keks. Hm. Ist echt nicht gut. So. Harzgas.
Geile Truhe. Elektra. Wo drauf? Dann Zaubersperre. Ich glaube, Nocturn wäre auch das intelligenteste. Machen wir drauf. Alles Granate. Weil das, glaube ich, ein Lichtmonster ist. Eins von irgendwie zwei im ganzen Spiel. Kann, glaube ich, jetzt hier wieder mit. Oh, Level 7 für das Schwert. Ich kann jetzt wieder mit Randy rumlaufen, weil wir brauchen die Axt nicht mehr. So, Vesuvio. Auf den Klatscher. Ah, ich muss hier mit Purim mit der Peitsche rüber. Ich weiß nicht mehr, was gegen die Enten gut war. Feuer war es auf jeden Fall nicht. Sollte ich heilen? Ich glaube nicht. Muss ich nicht. Vielleicht Wasser? Wasser? Ja, sie setzen Feuerattacken ein, deswegen würde ich sagen Foster. Na, du kannst noch ein bisschen angreifen, bevor du immer die MP von jemandem saugst. So, was haben wir? Der Ort ist tatsächlich viel angenehmer als der Vulkan, also Nebelvulkan. Da waren die Gegner nicht so stark. Irgendwie komisch. Was habe ich gesagt? Ah ja, Nocturne. Und das Schwert lasse ich einfach da stehen. Muss ja eh nicht dran kommen. So, und ich glaube, hier ist nichts. So, der Teleporter für weiter. Frost aber auch ziemlich gut gegen die. Oder auch nicht. War das doch? Doch Hockey? Aber erstmal ein bisschen MP abziehen. 40, hey. Unheimlich. Hier ist mal rechts rum. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Diese Schleimis, wie ich die hasse. Hier, Harzgas. Da geht's rüber. Ziemlich labyrinthisch die ganze Geschichte hier. Ich mach mal Elektra. Zauberlevel geschieden. Elektra Stufe 7. Da geht's weiter. Hier geht's wahrscheinlich nur da hin, wo wir waren. Hier sind Blobs. Das ist pur. Harzgas. Haben wir die Truhe vernichtet? So. Ja, hier wären wir lang gekommen, wenn wir links rumgegangen wären.
Ich sterb doch. Hört auf, euch zu vermehren. Level 66 für alle wahrscheinlich. Sieht stark danach aus. Ich gehe erstmal hier lang. Wo die Peitsche war. Also wo man mit der Peitsche weiter muss. Was war? Laterne. War es, glaube ich. Deswegen setze ich Hatzinger ein, weil Hatzinger auch sehr stark ist für Gegner, die Laterna-Sprüche haben. Aus irgendeinem Grund. Weil Holz und Licht ist ja fast dasselbe. Weil ich glaube, Hatzinger ist eher das Element Mana und nicht Holz. Ja, komm, setze ein. Warte, wie viel MP hast du noch? Okay, 30 geht ja noch. So spiele ich eigentlich mit Purim. Erst auf die Voodoo-Maske, weil die kann Gegner beschwören, genauso wie der Höllenhund. Ich setze auch nochmal Verharzgas auf den Höllenhund ein. Okay. Dann gehen wir erstmal hier lang, weil das zeigt da unten. Also zeigt es mir, dass wir in die falsche Richtung laufen. Was war nochmal stark gegen die ich... Ah, die haben ja Zauberschilde. Natürlich doof. Mach mal den Zauberschild weg. Okay, tot. Will ich eigentlich hier das ganze Gebiet erkunden, weil ich glaube, hier gibt es nichts Tolles. In dem Dungeon hier. Was man so erkunden kann. Ich glaube, Wasser war's. Bitte besiegt. Nocturne. Ich glaube, du hast noch nicht deinen Käse eingesetzt. Also mit Käse meine ich Zauberschild. Glaube ich, lauf gerade nur zurück. Kann es sein, dass wir hier. Also hier hingekommen wären, wenn ich hier anders gelaufen wäre. Glaub schon. Ich bin mir 100% sicher. Ja, hier sind wir wieder, wo wir eben waren. Wie gesagt, ziemlich labyrinthig alles. Labyrinthig ist auch ein Wort. Habe ich erfunden. Beziehungsweise benutze ich immer, weil ich nicht zu doof bin, richtige Worte zu benutzen. Vesuvio. Hier wieder zu Randy. Nochmal Vesuvio. Auf den Klatscher. Wollte eigentlich ein bisschen MP uns holen. Nicht den Frosch kaputt hauen. Der ist unser MP. Hier. Da hole ich mir jetzt die MP. Das wollte ich sagen. So, dann nochmal ein bisschen MP von euch. Oh, Randy ist am Sterben. Wie viel MP hast du? Das Dumme ist, ich kann mich noch ziemlich stark daran erinnern,
dass wir mit beiden sehr viel MP brauchen gegen Ende hin. Wieso erschöpft er nicht die ganze Brücke auf einmal? So, der Pudding. Was ist deine Schwäche, Pudding? Hier, Analyse, Mutter Pudding. Schwäche ist 5000 KP, was? Nocturne. Und da wir ein bisschen viel MP haben, würde ich einfach die stärkere Variante nehmen. Die stärkere Attacke. Was? Ich dachte, der Nocturne wäre deine Schwäche. Oder bin ich doof? Dann mach ich mal hier die Hadesgranate. Irgendwie habe ich... Ah, da. Da ist der Schaden. Dann nochmal... Dann machen wir Hadesgranaten. Das kostet eh weniger. Spammen wir das ein bisschen. Vielleicht sollte ich ihn ab und zu mal nicht, also mal aufhören. Bei mehr als 190 Schaden kann man nicht machen. Okay, das hat doch nur 400. Da sind die 999. Der wird übrigens größer, je mehr Schaden wir ihm machen. Im Gegensatz zu seinen Cousin in dem Schattenpalast. Oder Nachtpalast oder was es da war. Der ist immer kleiner geworden. Ich kann mich hier nicht bewegen, verdammte Scheiße. Was ist denn hier los? Na, warte. Du hast noch genug MP. Kann mich nicht bewegen. Irgendwie. Was ist das für ein Crap? Können die anderen sich bewegen? Der ist einfach bildschirmfüllend mittlerweile. Ja, und besiegt. Aber der ist so groß, man konnte sich nicht mehr bewegen. Was ist, wenn ich keine Magie gehabt hätte? Und von da aus hätte ich ihn nicht treffen können mit meinen Waffen. Die Waffen nur in vier verschiedene Richtungen zeigen, also angreifen können. Und mit dem Bogen hätte ich ihn zum Beispiel nicht getroffen. Und weiter geht's.